Klimakrise kann man nur bekämpfen, wenn man sich auch an den Kapitalismus rantraut. Ein globaler Kohleausstieg wird nicht passieren, wenn wir nicht vorher den Kapitalismus abschaffen. Wir sind hier am zweitgrößten Tagebau des ganzen RWE-Gebiets. Und hier ist der zweithöchste CO2-Ausstoß überhaupt in Deutschland. Hier werden alle 1, 2, 3 Sekunden 9 Tonnen CO2 ausgestoßen. Das ist so viel, wie ein Mensch in einem ganzen Jahr verbraucht. Braunkohle ist einer der dreckigsten Energieträger, die es noch gibt. Und jedes Kilo Braunkohle, das verbrannt wird, stößt unheimlich viel CO2 in die Luft. Neben der CO2-Problematik zerstört der Abbau von Kohle auch noch ganze Landstriche. Dörfer müssen abgerissen werden, Wälder gehen kaputt. Mit Ende Gelände gehen wir an den Ort, wo die Klimakrise produziert wird, nämlich in die Kohlereviere und setzen uns dem mit unserem eigenen Körper entgegen. Es ist auch ein Thema der globalen Ungerechtigkeit. Menschen des globalen Südens leiden jetzt schon viel stärker unter der Klimakrise und werden sich auch in Zukunft schlechter schützen können. Bangladesch kann sich gegen den steigenden Meeresspiegel viel schwerer nur schützen als die Niederlande. Die bauen dann halt schwimmende Städte oder irgendwas. Bangladesch hat dazu einfach nicht das Geld. Da merken wir, es ist eine globale Frage der Gerechtigkeit. Und wir hier als eine der reicheren Länder, die mit Hauptverursacher der Klimakrise sind, sind immer noch das Land auf der Welt, das am allermeisten Braunkohle verfeuert. Das ist ja völlig irre. Deshalb legen wir hier den Finger in die Wunde und sagen, so nicht weiter, das blockieren wir. Über 700 Klimaaktivistinnen haben es hier auf die Kohlebahn geschafft. Und das ist grandios, weil hier fährt nämlich die Kohlewagen vom Tagebau zum Kraftwerk Neurath. Und damit können wir erwirken, dass das Kohlekraftwerk eventuell in den nächsten Stunden oder Tagen runtergefahren wird. Das nimmt niemand Schaden daran, dass jetzt hier keine Kohle mehr transportiert wird. Im Gegenteil, wir profitieren eigentlich eher alle davon, weil es unsere ganze Zukunft ist. Nicht nur von mir oder von den Menschen, die hier sitzen, sondern von uns. Und nicht nur national, sondern ganz global hat es Auswirkungen, was wir hier tun. Bisher haben wir unseren Weg gesucht, sind in die Grube reingekommen, stehen hier auch vor dem Bagger, den man vor mir sieht, mit über 1600 Leuten im goldenen Finger. Mhm. Wir sind auf der zweiten Kohlesohle und wir leiten hier gerade das Ende des fossilen Kapitalismus ein. Ich denke, jetzt gerade haben alle schon gecheckt, dass die Klimakrise oberste Priorität hat und dass wir dagegen was machen müssen. Fridays for Future hat auch einen riesigen Beitrag geleistet, um das Thema
in die Masse auch zu tragen. Und unsere Rolle ist jetzt, noch mal stärker zu betonen, dass es eine Systemfrage ist und dass es radikale Lösungen braucht. Für Klimagerechtigkeit ist ein sehr großes Thema, weil eben die dritte Weltländer viel mehr unter dem Klimawandel leiden als wir hier in den westlichen Ländern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eben die Verantwortung dafür tragen, was wir verursachen. Steckt natürlich auch ein bisschen Kapitalismuskritik mit drin, da eben durch das ständige Wirtschaftswachstum oder gewollte Wirtschaftswachstum der Klimawandel nur noch vorangetrieben wird, zum Beispiel durch die Autosindustrie oder die Kohleindustrie. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. In Deutschland ist der Kohleabbau besonders symbolisch für die Wurzel unserer Probleme. Aber global gedacht geht es generell um die Eigentumsfrage. Alle fossilen Energieträger der Welt sind ja schon Eigentum und stehen als Kapital in Büchern von Unternehmen, von Staaten. Und da steht dann so und so viel Öl, Kohle, Erdgas, das ist so und so viel Geld wert. Diese Inwertsetzung passiert ja aber erst durch das Verbrennen. Das heißt, mit allen fossilen Energieträgern, alle Vorkommen, die uns bekannt sind, da gehen wir schon aus, die werden irgendwann verbrannt. Wenn wir aber alle Energieträger der Welt verbrennen würden, dann wäre das ein CO2-Ausstoß von so geschätzt 4000 Gigatonnen CO2 und unser Budget sind gerade noch 360. Das heißt, das darf einfach nicht mehr verbrannt werden. Aber wie erklärst du das denn diesen Unternehmen und den Staaten, die schon davon ausgehen, dass ihre Ressourcen einfach wertlos werden? Und da merken wir, dass dieses Wirtschaftssystem denkbar undemokratisch ist, weil nicht die Menschheit entscheidet, was passiert mit diesen Ressourcen, die es auf dem Planeten gibt, sondern einzelne Unternehmen und Staaten aufgrund von kurzfristigen Profitinteressen entscheiden, ja, das müssen wir verbrennen, weil nur dann kriegen wir unser Geld. Gegen die Baumkohle hier im Land, auf die Barrikade. Wir merken vielleicht zuerst gar nicht die Auswirkungen, die wir, wie wir handeln, auf das Klima haben, sondern das merkt im ersten Sinne der globale Süden. Diese Klimakrise, das ist auch ein Beispiel der Systemkrise, die wir haben. Wir brauchen eine ganz andere Art zu wirtschaften, zu leben. Wir brauchen eine globale, gerechte und faire Weltwirtschaft, die auch gleichzeitig die Grenzen unseres Planeten respektiert. Für das Klima, Braunkohlegegner, wir gehen in die Grube und auf die Baggerhof und sehen wir eine Schiene, dann setzen wir uns auf. Das sind wir dabei für das Klima, Braunkohlegegner, wir gehen in die Grube und auf die Baggerhof und sehen wir eine Schiene, dann setzen wir uns auf. Das sind wir dabei.